Leute, ich bin's wieder. Der tieftraurige Mann aus dem Internet. Heute reden wir über YouTube-Trennungen. Denn vielleicht haben es einige Leute von euch mitbekommen. Ape Crime haben sich getrennt. Gut, während manche von euch jetzt in Krokodilstränen-Sturzbächen verfallen, ist das manchen egaler als spanische Schweinslippfische in einem Zackenbarsch bei der amtlichen Putzsymbiose. Manche von euch fragen sich jetzt auch, wer oder was ist ein Ape Crime? André, Jan und Cengiz, eins der bekanntesten YouTube-Trios, Musiker und Entertainer, zieht Kinder von YTT den Vorreitern im deutschen YouTube und eigens ernannte Affenbande. Gegründet 2008, neu gegründet 2011, beendet 2019 mit einem Instagram-Video von Jan. Yay. Und egal, ob ihr André, Cengiz und André 2 jetzt mögt oder nicht, Ape Crime war auf YouTube Deutschland irgendwie immer mit dabei. Und ohne sie gäbe es vermutlich einige YouTube-Kanäle, die ihr heute noch schaut, einfach gar nicht. Die haben YouTube Deutschland und die Webvideo-Welt schon irgendwie ein bisschen mitgeprägt. Heute soll es auch nicht zu sehr um meine Meinung zu ihrem Content gehen. Lasst mich nur so viel dazu sagen. Ich liebe Cengiz. Aber er ist echt scheiße in Smash! Ich habe früher das Let's Draw-Format von Ape Crime echt gefeiert und danach ihren Content komplett aus den Augen verloren. Bei so Challenge-Kram macht mein Brain einfach automatisch / ignore. Ja, das ist halt einfach nicht meins. Sie sind aber mit ein Grund dafür, dass ich damals mit YouTube angefangen habe. Ich fange jetzt nicht an zu heulen, wenn es Ape Crime nicht mehr gibt, aber es stimmt mich doch ein bisschen nachdenklich. Und fast jeder von uns hat schon mal so eine öffentliche Trennung miterlebt. Tic-Tac-Toe, die Backstreet Boys, Blink-182, Take That, Sunrise Avenue, gefühlt jede zweite Band, die aus mehr als einer Person besteht, trennt sich. Vermutlich hätte Otto Walkes sich nach dem 200. Mal Hänsel und Gretel spielen auch von sich selbst getrennt, wenn er gekonnt hätte. Und auch bei YouTubern gibt es viele solcher Beispiele. YTT, Alberto und Chang, Dead Adam, die Außenseiter und die Liste geht noch weiter. Schreibt mal in die Kommentare, welche Trennung habt ihr miterlebt und welche hat euch vielleicht auch richtig mitgenommen. Und ich rubbel jetzt mal an meiner Wunderlampe und sage voraus, ein Broken Thumbs wird irgendwo unterm Video stehen. Denn ja, auch ich habe schon mal so eine Nummer miterlebt. Damals habe ich noch zusammen mit Manuel auf dem Broken Thumbs TV-Kanal Videos gemacht und dann, ja dann nur noch ohne Manuel auf diesem Kanal hier. Ich nutze also die Ape-Crime-Trennung schamlos aus, um auch über meine alten BTTV-Zeiten zu quatschen, weil ich das bisher nie so richtig reflektiert öffentlich gemacht habe. Klar, es gibt gerade jetzt eine Menge News- und Meinungs-YouTuber, die ihren Selbst dazu geben. Ich dachte mir aber, dass es vielleicht ganz passend wäre, euch mal meine Story erzählen. In sehr, sehr kurz. Und ja, der Kram ist schon 4 Jahre her. Ich glaube aber, dass jetzt, wo das Thema wieder mit Ape-Crime aktuell ist, meine Sicht, also quasi für sie dann aus der Zukunft, spannend sein könnte. Leute, wenn YouTuber, die vorher Stuff zusammen gemacht haben, getrennte Wege gehen, könnt ihr euch das ein bisschen so vorstellen, als würdet ihr euch von eurem Partner trennen, weiterhin aber beide denselben Freundeskreis haben. Man erlebt dann verschiedene Phasen. Phase 1, man hat sich gerade erst getrennt. Man ist nicht drüber weg. Phase 2, man versucht drüber wegzukommen. Und Phase 3, man ist drüber weg. Bei einer YouTube-Trennung ist der Unterschied nur, alle haben immer Fragen, egal welche Phase. Wurde ich bei der privaten Trennung vielleicht in Phase 1 und 2 noch der ein oder andere Freund ausfragt oder aufmuntern will, kriege ich bis zum heutigen Tag Nachrichten auf allen Plattformen zu Broken Thumbs. Das kann ich mittlerweile aber auch absolut nachvollziehen. Für viele gehören Videos ihrer Lieblings-YouTuber einfach zum Alltag dazu. Und natürlich will man, wenn man Fan von etwas ist, nicht, dass es einfach aufhört. Man will wenigstens verstehen können, wie es dazu gekommen ist und warum. In meiner Blogliste für die Kommentare standen bis heute jegliche Schreibweisen von Broken Thumbs und BTTV. Und come on, Leute, das sind 4 Buchstaben, wie kann man das falsch schreiben? Weil ich vor allem am Anfang nicht damit konfrontiert werden wollte. Weil gerade kurz nach einer Auflösung möchte man oft nicht darüber reden. Natürlich rätseln dann aber alle, was los ist und kommen teilweise mit den abgedrehtesten Theorien daher. Also wird man quasi schon fast gezwungen, sich zu äußern, um diesen Wind aus den Segeln zu nehmen. Die haben sich bestimmt gestritten. Vielleicht ist einer von ihnen schwanger geworden. Da ging's bestimmt nur ums Geld. Und auch wenn jeder Zuschauer das gute Recht besitzt, wissen zu wollen, was da jetzt eigentlich hinter den Kulissen wirklich abgegangen ist, hat er nicht das Recht, das auch zu erfahren. Ape Crime stehen nicht in der Pflicht, euch alles zu erzählen. Aber natürlich ist man seinen langjährigen Zuschauern auch irgendwie ein bisschen was schuldig. Nur nicht eben jedes private Detail. Trotzdem glaube ich aber, auch wenn man alles in einem Video erzählt, man kann gar nicht genug sagen, um auch den allerletzten zufriedenzustellen. Nur weil ich dir erkläre, wie was passiert ist, ändert es ja nichts daran, dass es passiert ist. Hardy ist nicht mehr bei Pete's Meat. Und ob die sich gestritten haben oder nicht, das kann uns eigentlich ziemlich egal sein. Und es macht eine solche Trennung nicht unbedingt einfacher, dass YouTube ja nicht nur Arbeit oder Hobby ist, sondern beides oft aus einer Freundschaft entstanden. Man zieht vielleicht zusammen oder man hat ein gemeinsames Büro, eine Firma etc. etc. YouTube hat in meinem Fall und vermutlich auch bei den Apes und vielen anderen einen Großteil meines Lebens mitbestimmt. Und natürlich hat auch selbst meine Mutter mich zu der Nummer ausgefragt. Meide, wie geht's dir? Was willst du jetzt machen? Und natürlich will die wissen, was mit mir ist. Und natürlich wollt ihr wissen, was mit euren Lieblingskanälen, Bands oder sonst was passiert. Aber wenn ihr wirklich Fan von irgendjemand seid, dann akzeptiert auch, wenn sie nicht alles erzählen können oder wollen. Ganz vielleicht, wenn ihr ein wenig Zeit verstreichen lässt, erzählen euch die Leute irgendwann mal, was los war. So wie ich heute. Ein bisschen. Ich habe mich damals zum Beispiel mit Manuel richtig krass gestritten, aber ich bin sehr froh darüber, dass wir keine öffentliche Schlammschlacht geführt haben. Aus Zuschauerperspektive war zwar klar, dass da irgendwas passiert sein muss, aber abschließend kann ich sagen, gut, dass wir damals nicht direkt alles erzählt haben.
haben. Ich war zu dem Zeitpunkt emotional so aufgeladen, dass ich das vermutlich nie vernünftig hätte formulieren können. Wir waren uns damals nicht einig, in welche Richtung der Kanal sich entwickeln soll, hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, wer welche Rolle übernimmt und sich um was kümmern muss. Und dann hatten wir noch eine gemeinsame Wohnung, eine gemeinsame Firma und wir waren befreundet. Das ist eine Mischung, die entweder richtig, richtig gut funktioniert oder sich, wie bei uns, einfach mit der Zeit zu sehr aufreibt. Und nein, ich bin nicht mehr mit Manuel befreundet. Ich habe gar keinen Kontakt zu ihm. Aber eben auch kein Gräuel mehr ihm gegenüber. Ich habe dafür echt eine Weile gebraucht, um den nötigen Abstand zu bekommen, aber mittlerweile ist einfach alles fein. Und wenn ich jetzt an Broken Farms zurückdenke, dann ist der Streit nicht mehr das Erste, was mir in den Sinn kommt, sondern die guten Zeiten und das, was mit Blick auf heute daraus geworden ist. Und im Endeffekt ist Malternativ das Beste, was aus BTTV für mich hätte entstehen können. Ich wünsche entsprechend auch den Jungs von 8Crime alles Gute und hoffe, dass, wenn etwas Zeit verstrichen ist, jeder etwas für sich aus der ganzen Zeit und der Trennung ziehen kann. Und dass die Videos auf Broken Farms alle mittlerweile auf privat gestellt sind, ich verstehe, dass das Leute traurig finden und sich viele Leute einfach ihre Lieblingsvideos nochmal gerne anschauen würden. Aber es gibt mehrere Gründe, warum es die Videos nicht mehr gibt. Erstens hatten wir einfach keine Lizenzen mehr an den Musikstücken, die wir benutzt haben. Und zweitens, die Sache ist für uns halt durch. Es gibt für uns keinen Grund, dass es diese Videos noch online geben muss. Und das ist unser Schlussstrich, den wir gezogen haben. Ich erwarte nicht, dass das irgendjemand gut findet oder nicht. Ich erwarte nur, dass man es akzeptiert. Und an die Fans und Zuschauer. Egal, wer sich von wem trennt, gebt den Leuten die Möglichkeit, ihren eigenen Weg zu gehen und sich erstmal zu reflektieren, bevor ihr sie mit allen Fragen durchlöchert. Und an die Apes, auch wenn Affen das so machen. Bewerft euch nicht mit Scheiße! Get the fuck out!